herzlich zum Panel 6. Drohnen, Wanzen, Satelliten, Indekt. Mhm. Strategien der vernetzten Überwachung. Und wir haben noch ein kleines Problem, sage ich noch vorneweg, weil wir eine Übersetzerin haben, Flüsterübersetzung auf Englisch. Die ist noch nicht da, sie ist jetzt gekommen, sehe ich gerade. Und deswegen fängt es sozusagen jetzt mit ein paar Minuten Verspätung an. Aber vielleicht ruhst du dich erstmal kurz aus und kannst dann gleich sozusagen fliegend hier den Wechsel machen. Ich will mich kurz vorstellen am Anfang. Mein Name ist André Humpo. Ich bin Mitglied des Bundestages im EU-Ausschuss, verantwortlich für die Linksfraktion für den Bereich Innen- und Justizpolitik der EU. Das ist sozusagen auch mein Bezug zum Thema, deswegen auch zum Beispiel Thema Indekt. Und ich bin gleichzeitig Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, wo teilweise auch manchmal solche Diskussionen geführt werden, wie wir sie heute führen. Ich will ganz am Anfang das Podium vorstellen. Wir haben zu meiner Linken Professor Tom Sorrell. I will introduce you in English. Mr. Sorrell is a member of the Ethical Board of INDECT, and it is, I think, the first time that a representative of the Ethical Board of INDECT is coming to Germany and speaking in a public debate. So thank you very much, Mr. Tom Sorrell, that you are prepared to come here to debate with us in this, I think, very critical debate. You are coming from, you are a director of the Center of the, for Study of Global Ethics of the University of Birmingham, and you published a lot with moral philosophy, and so thank you very much that you are here. Ich möchte dann vorstellen Erik Töpfer, zu meiner Rechten, zweiter von rechts. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Menschenrechte und dort für das Themenfeld innere Sicherheit zuständig und auch für die Berichterstattung an die EU-Grundrechteagentur, wofür er arbeitet. Erik schreibt aus bürgerrechtlicher Perspektive seit vielen Jahren zu den Themen Sicherheitspolitik, Polizei und Überwachung. Zuletzt veröffentlichte er den Beitrag Die großen Brüder von INDECT. Vielen Dank, Erik, dass du da bist. Ganz rechts ist Hauke Gierow da. Er ist Mitglied von Reporter ohne Grenzen, angehender Politikwissenschaftler und Sinologe und bezeichnet sich als Digital Native, also als jemand, der sozusagen mit dem Internet aufgewachsen ist und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den gesellschaftlichen und politischen Wirkungen des Internets. Und zum, ganz hier zu meiner Rechten, Matthias Monroy bezeichnet sich als Journalist und Aktivist. Und viele von euch kennen sicher auch Matthias Monroy durch die zahlreichen Veröffentlichungen in verschiedenen Medien. Sein Schwerpunkt sind Entwicklungen europäischer Polizeizusammenarbeit sowie die Nutzung neuer digitaler Überwachungstechnologie durch Behörden. Kurz, worum geht es? Es werden seit vielen Jahren, vor allen Dingen auf europäischer Ebene, aber nicht nur auf europäischer Ebene, auch auf nationaler Ebene, Technologien entwickelt, die ein Zusammenführen verschiedener, verschiedener Überwachungsmittel ermöglichen. INDECT zum Beispiel ist ein Projekt, das Audioüberwachung, visuelle Überwachung, RFID theoretisch zusammenführen kann und ist eines von vielen Projekten, muss man sagen, das Techniken entwickelt, die sozusagen Daten so zusammenfassen können. Es wird mit 10 Millionen Euro von der Europäischen Union gefördert, aber es gibt, wie gesagt, auch eine Reihe von anderen Technologien, die dazu in der Lage sind. Und diese Fähigkeiten haben
in den letzten Jahren dazu geführt, dass auch Ängste natürlich entstanden sind, eines Überwachungsstaates. Und darüber wollen wir heute diskutieren, wie berechtigt diese Ängste sind, was mit den Bürgerrechten dabei passiert. Und gerade, das will ich mal als Europapolitiker betonen, ist die europäische Ebene relativ geeignet, eine solche Entwicklung voranzutreiben, weil die öffentliche Wahrnehmung dessen, was sozusagen in den Forschungsprogrammen der EU-Kommission alles passiert, relativ gering ist. INDEC zum Beispiel, aber es soll nicht nur um INDEC gehen, aber schon schwerpunktmäßig, ist eines der Projekte, die gerade in Deutschland sehr, sehr heftig kritisiert wurden. Ich würde gern Erik Töpfer vom Deutschen Institut für Menschenrechte fragen, wie er das sieht, welche Gefahren für die Grund- und Menschenrechte er durch den Einsatz von Technologien wie INDEC sieht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also zuerst einmal, denke ich, muss man John Searle recht geben. Natürlich ist, sage ich mal, das erstmal ein Projekt, wo es darum geht, bestimmte Techniken zu demonstrieren und nicht sofort einzusetzen. Also insofern kann man direkt erstmal nicht sagen, dass von dem Projekt eine direkte Gefahr für Menschenrechte oder Grundrechte ausgeht. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass es natürlich ein Bestreben ist, dieser ganzen Sicherheitsforschung. Es geht ja immer um eine sehr ziel- und anwendungsorientierte Forschung unter Einbindung von sogenannten Endnutzern, Polizei, Sicherheitsdienste, Katastrophenschutz teilweise. Und insofern ist schon absehbar, dass Teile der Technologien, bestimmte Module von INDECT oder eben auch Gesamtlösungen, Gesamtsystemlösungen aus anderen Projekten früher oder später in die Praxis überführt werden, wenn sie dann erfolgreich demonstriert werden. Also insofern denke ich, ist dieser Rückzug darauf zu sagen, es ist jetzt hier nur reine Forschung, gerade in dem Fall Sicherheitsforschung ein bisschen problematisch, weil es eben nicht Grundlagenforschung ist, sondern eben eine sehr ziel- und anwendungsorientierte Forschung. Und es laufen derzeit Verhandlungen auf europäischer Ebene über die praktisch den sogenannten Fonds für die innere Sicherheit. Da geht es um eine Finanzierung praktisch für den gesamten Bereich innere Sicherheit von bestimmten Projekten und Aktivitäten von 2014 bis 2020. Und ein Thema dabei ist, dass man eben sieht, also man sieht durchaus, dass es eine Lücke gibt zwischen eben diesen anwendungsorientierten Forschung und der Sicherheitsforschung und praktischer Überführung in die Praxis. Und da gibt es direkt eine Programmlinie, die geplant ist, um eben praktisch diesen Schritt zu vermitteln und diese Überführung in die Praxis noch zu erleichtern mit entsprechenden Mitteln, die da zur Verfügung gestellt werden. Also insofern muss man, auch wenn man sagt, das ist erstmal reine Forschung, glaube ich, durchaus sehen, dass praktisch der Schritt in die Anwendung nicht so weit sein muss. Ich würde schon sagen, ganz deutlich, dass es das Datenschutz, also das Recht auf Datenschutz, wie es in der EU-Grundrechtecharta heißt, oder eben das Recht auf Information und Selbstbestimmung in Deutschland von solchen Projekten bedroht sind. Nur weil diese Projekte diese Technologien eventuell mal von der Polizei eingesetzt werden, heißt es ja nicht, dass kein Grundrechtseingriff stattfindet. Die Frage ist, ist er verhältnismäßig und alles, was mit dranhängt. Aber also natürlich, denke ich, ist praktisch eine raumgreifende Videoüberwachung, wo Personen zu identifizieren sind, erstmal per se ein Eingriff in das Recht auf Information und Selbstbestimmung. Darüber hinaus, angelehnt an die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes, kann man natürlich sagen, damit ergeben sich Gefahren für das Recht auf freie Meinungsäußerung, Recht auf Versammlungsfreiheit. Wir haben es in Dresden erlebt, was mit dem Einsatz von Technologien eben auch hinsichtlich großen Demonstrationen oder Versammlungen passieren können mit der Funkzellenabfrage. Und ich denke, nicht zuletzt kann man sich auch überlegen, bei dieser ganzen Form von algorithmischer Überwachung, wo es ja häufig um eine Unterscheidung von sogenannten abnormalen, von normalen Verhalten geht oder vielleicht auch in anderen Projekten um die Identifizierung von geografischen Schwerpunkten, also Hotspot-Analysen oder so, ob man sich praktisch nicht auch die Frage stellen muss, dass da Diskriminierungsverbote besprochen werden. Ja, vielen Dank. Tom Searle hat das ja eben angesprochen, dass es schwerpunktmäßig um die Zurverfügungstellung von technischen Möglichkeiten auch für Behörden und Polizeien geht. Das ist ja ein Arbeitsschwerpunkt von dir, Matthias. Ich will vielleicht auch sagen, Erik Köpfer hat eben auch Dresden erwähnt. Man könnte auch sicher andere Beispiele nehmen in Deutschland, wo man den Einsatz von Polizei nicht immer als Menschen- und Grundrechtekonform ansieht. Man kann auch darauf hinweisen, dass natürlich auch europäische Staaten
sich verändern können. Wir sehen die Entwicklung in Ungarn, wir sehen auch manche besorgniserregenden Entwicklungen auch in Griechenland. Matthias, kannst du vielleicht noch etwas genauer sagen, wo der Einsatz solcher Technologien vielleicht schon Alltag ist bei Polizeien? Das ist ja einer deiner Schwerpunkte. Ja, also ich bin gebeten worden, nicht nur zu diesen Technologien wie Index was zu sagen, sondern auch zu Data Mining. Data Mining, was im Prinzip sowas Ähnliches ist wie Mustererkennung, wie es Index macht. Also Mustererkennung heißt, dass ich eben Bilder vergleiche oder auch Audiodaten vergleiche. Das ist ja bei Index sozusagen das Extra, was andere Projekte nicht beforschen. Und dieses Data Mining ist im Prinzip der Versuch, aus zunächst unstrukturierten Daten noch mehr sinnvolle Informationen zu generieren. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen. Das BKA beklagt, dass in den letzten Jahren die Datenmenge im Amt jährlich sich verdoppelt. Also das war für 2010 und für 2011. Und allein jetzt hätte man schon sozusagen das Doppelte erreicht. Also der Faktor steigt immer mehr. Und natürlich hat das Amt ein Interesse daran, diese Daten auch automatisiert auszuwerten. Also André fragt da ja öfters nach, die Antworten, die man da kriegt, ist, ja, wir benutzen zum Beispiel Excel, wenn man so will, ist Excel auch ein Data Mining Programm, das finden wir jetzt aber nicht. Wir wissen aber auch, dass das BKA zum Beispiel Analyst Notebook nutzt und diese Software ist im Prinzip auch geeignet, Beziehungen unter Objekten herzustellen, also unter Personen, unter Tatabläufen, unter Orten und quasi eben so eine Beziehungsanalyse macht. Und das braucht man natürlich. Das braucht man natürlich auch, wenn man Daten wie Swift oder PNR verarbeiten will. Also das habt ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen. Der Streit darum, die Weitergabe von Bankdaten und von Fluggastdaten an die USA vor jedem Flug, die werden natürlich abgeglichen. Und dieses Verfahren ist im Prinzip ein Data Mining Verfahren. Problematisch wird es dann, wenn man gar nicht weiß, welche Datenbanken werden da miteinander abgeglichen, um sogenannte Kreuztreffer zu finden. So wie es zum Beispiel bei der Funkzellenabfrage passiert ist. Also da wird eben quasi nach Risiken gesucht, nach Auffälligkeiten. Diese sogenannte Social Network Analysis, also Analyse sozialer Netzwerke, wird nicht nur vom BKA betrieben. Das BKA hat dafür übrigens auch eine eigene Anwendung programmiert, die heißt Inhaltliche Datenträgeranalyse, IDA. Und auch Europol hat sowas programmiert, also Europol und das BKA freuen sich, dass sie das eben quasi selber gemacht haben, das Social Network Analysis. Und um mal vielleicht ein bisschen zu illustrieren, was das dann im Alltag bedeutet. Europol hat 2010 eine große Operation koordiniert, das machen die übrigens dauernd, aus Polizeien verschiedener Mitgliedstaaten, die dann zu einer Razzia geführt hat, auch in verschiedenen Mitgliedstaaten. Und sie haben dann im Vorfeld von der polnischen Polizei die Daten, also Europol sagt 1 Million abgehörte Telefongespräche, ich glaube, das ist nicht so gemeint, ich glaube, sie meinen die Telefonverbindungen, also die Verbindungsdaten, haben sie bekommen und haben daraus quasi Verdächtige generiert und sind dann durch dieses Social Network und alles ist dazu gekommen, dass es eben 25 Hauptverdächtige gibt und gegen diese 25 Verdächtigen richtete sich dann die Durchsuchung. Also das ist so ungefähr, wie diese Software funktioniert. Und wir wissen zum Beispiel auch, wenn man sich so ein bisschen diese ganzen Verkaufsmessen anguckt, die so als Konferenzen getan sind, der Europäische Polizeikongress zum Beispiel, der jährlich im gleichen Gebäude kurz nach dem Kongress von Cross Computer Club stattfindet, da sind die ganzen Firmen präsent. SPSS zum Beispiel, die sich damit rühmen, eine Software für Polizeien und Geheimdienste zu entwickeln, die eben sogar vorhersagen kann, also die nicht nur vergangene Ereignisse rekonstruieren kann, sondern eben auch quasi Vorhersagen, Prognosen für die Zukunft zu treffen und bezeichnet das als die Evolution in der Verbrechensbekämpfung. Und SPSS ist wie viele andere Vorhersage, also prädiktive Softwarefirmen von IBM aufgekauft worden. Und IBM rüstet schon lange Polizeien in den USA aus, also Memphis ist zum Beispiel so ein Vorreiter, die eben versuchen durch die Einbindung auch von Daten, beispielsweise Wetterbericht, oder auch Zahltage, also nach dem Motto, der Monat geht zu Ende, die Stütze wird knapp, Ladendiebstähle werden steigen. Das sind sozusagen die Art von Prognosen, die da versucht werden, eben mit dem Zugriff auf verschiedenste Datensätze zu erstellen. Und wie weit das ein Profiling oder eine Rasterfahndung ist, darüber können wir uns wahrscheinlich nachher trefflich streiten.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich gerne Frauke Bierhoff fragen. Beschäftigt sich ja viel mit Informationsfreiheit. Was bedeutet der Einsatz digitaler Überwachungstechnologie für das klassische Nachrichtenmodell von Sender und Empfängern? Und weil es auch gerade ein bisschen angesprochen ist, vielleicht kannst du auch sagen, was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen Aufspüren von Demonstranten in Teheran, wie 2009 geschehen, zur funktionellen Abfrage, die in Dresden stattgefunden hat. Ja, gerne. Du sagtest eben Informationsfreiheit, das muss man in Deutschland manchmal noch ein bisschen erklären, weil Reporter ohne Grenzen sich eben einsetzt für Informationsfreiheit weltweit. Und das ist eben abgeleitet aus Artikel 19 der Erklärung der Menschenrechte. Das heißt eben nicht bezogen auf Informationsfreiheitsgesetz, sondern eben die Freiheit, Informationen zu verbreiten und zu empfangen auf jedem Weg, den man selber für richtig hält. Genau, vielleicht zunächst mal zu der zweiten Frage, was denn vielleicht ein Unterschied wäre zwischen der Überwachung, die in Teheran stattgefunden hat und der, die jetzt in Dresden stattgefunden hat. Technisch gesehen ist das jetzt erstmal nur ein sehr geringer Unterschied. Und es wurden auch zum Beispiel in Ägypten die Demonstrationen da auf dem Tahrirplatz oder so, die wurden dann auch dadurch überwacht, dass man geguckt hat, wie viel Handys sind eigentlich wo eingeloggt. Ja, das war in dem Fall auch gar nicht mal wirklich komplizierte Technik, sondern einfach geguckt, ja, wo sammeln sich die Menschen an, Menschenmassen an. Aber was man eben sicherlich sagen kann, die Überwachung in Dresden, da gab es ja dann juristisches Nachspiel, wurde aber dann für rechts erklärt, was ich mir nicht persönlich nicht erklären kann. Aber es findet halt immerhin trotzdem noch eine Überprüfung statt. Und die Folgen, mit denen die Menschen rechnen mussten, waren sicherlich im Iran andere als hier in Deutschland. So, genau. Und was ich eben immer wieder als problematisch sehe, ist, dass wir halt immer mehr Techniken haben, wo gesagt wird, okay, das ist jetzt vielleicht für einen bestimmten Zweck, den wir erreichen wollen, geeignet. Aber dann wird häufig nicht darüber nachgedacht, was eben gesellschaftliche Folgen von solcher Technik ist, beziehungsweise wenn bestimmte Technik einmal installiert ist, wie vielleicht die Packet Inspection, wie Systeme von Überwachung, dann wird ja der Anwendungsbereich sehr oft eben schnell ausgedehnt. Heutzutage muss man sich ja fragen, also wenn man sich früher eine Tageszeitung durchgelesen hat, da konnte vielleicht der Briefträger, der die Tageszeitung reingelegt hat, ungefähr ahnen, welche politische Meinung man vielleicht hat. Aber auch das war natürlich nicht sonderlich treffsicher, je nachdem, ob man die Taz oder die FAZ oder die Süddeutsche liest. Wenn man heute dann einer Überwachung im Internet unterliegt, dann kann eben schon sehr genau geguckt werden, was für Informationen konsumiert eigentlich ein Mensch und was können wir vielleicht daraus schließen. Oder die Frage, wie gehen Behörden mit ihren eigenen Netzen eigentlich um? Wird das überwacht? Wird die Kommunikation, die eingeht und ausgeht, überwacht? Was bedeutet das für Whistleblower, die vielleicht Journalisten Informationen zukommen lassen wollen? Oder was bedeutet das auch für Bürger, die sich auf einer Seite einfach informieren und dadurch unfreiwillig auch in ein Raster geraten? Ja, vielen Dank, Frauke Bierhoff. Ich würde gerne aber nochmal Erik Töpfer ansprechen. Das war ja gerade auch das Thema der Rasterfahndung, des Blacknetting. Ab wann kann so ein Sensorverbund sozusagen, ab wann kann man da von einem Modell sprechen, wie es bei Rasterfahndung der Fall ist? Wenn Projekte wie Indect oder Adapts damit werben, Straftaten im Vorfeld zu erkennen, kann das nicht dazu führen, dass Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegen, dadurch im Vorfeld auch schon eingeschüchtert werden? Okay, also zwei Fragen. Also die Frage mit der Rasterfahndung, ich weiß nicht, ob man es anhand der Technologie oder der Zusammenschaltung von Sensoren verschiedener, sag ich mal,
Kapazitäten oder Fähigkeiten irgendwie festmachen kann. Letztlich geht es ja darum, ob die verfügbaren Daten dann nach einem bestimmten Profil durchsucht und gerastert werden. Also insofern würde ich das jetzt nicht unbedingt von der Größe oder den Kapazitäten so eines Sensornetzwerks abhängig machen. Zur zweiten Frage. Ich denke, wenn, und das würde ich mal im Großteil oder für den Großteil der Technik unterstellen, wenn eben nicht transparent ist, worum es da geht, also was da genau letztlich für abnormales Verhalten untersucht werden oder sozusagen identifiziert werden soll und zum anderen sich ja auch nicht absehen lässt, ob die Algorithmen, die beispielsweise darauf abzielen, jetzt eine hohe Konzentration von Personen auf Bahnsteigen oder langsam oder schnell laufende Objekte oder sich langsam oder schnell bewegende Objekte zu identifizieren, dass das nicht immer transparent ist für die Leute, wann trifft das auf sie zu, also weil diese Algorithmen sich ja mehr oder weniger wirklich der Kenntnis entziehen, auch in dem, was dann da letztlich auf Bildschirmen aufpoppen könnte. Insofern denke ich schon, dass es eine hohe Verunsicherung auf jeden Fall in sich trägt, dass es eben nicht mehr durchschaubar ist, was für Verhalten wird da von diesen Algorithmen identifiziert und insofern schon zumindest eine abschreckende Wirkung entfalten kann. Auch für Leute, die vielleicht gar nicht ins Raster fallen sollen, dessen, was da irgendwie identifiziert wird als abnormales Verhalten. Ja. Vielleicht nochmal kurz zu dem, was ich damit auch denke, Überwachungstechnologie in Deutschland und eben in Ländern, die ganz klar menschenrechtsverletzende Länder sind. Wir hatten hier ein Urteil zu Staatstrojanern und zur Online-Überwachung, was da, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, weil wir eben dort sehr enge Vorgaben haben, was eine Überwachung von Computersystemen aussehen darf und wie sie auch nicht aussehen darf. Und weil wir bis heute keine verfassungskonforme Lösung haben, das einzusetzen. Das heißt, das BKA versucht, glaube ich, mit 30 Entwicklerstellen seit einem Jahr dort einen verfassungsgemäßen Bundestrojaner zu entwickeln. Gleichzeitig aber exportieren wir eben solche Technologie in Länder wie Iran, in andere Länder, nach Syrien. Deutsche Firmen teilweise auch unterstützt mit Hermes-Exportbürgschaften. Und da ist sicherlich ganz klar die Grenze, dass sozusagen der legitime Einsatz im Inland schon sehr umstritten ist. Und dann müssen wir natürlich da drastische Ausfuhrkontrollen etablieren. Ja, Matthias, du sagst ja in deinen Artikeln, Data Mining ist eine Art tägliche Rasterfahndung. Kannst du das vielleicht noch etwas näher erläutern? Ja, ich würde vielleicht ganz kurz noch was sagen wollen zu der Frage Dresden und Teheran. Also natürlich würde ich das auch nicht so plump gleichsetzen. Ich möchte aber daran erinnern, dass wir hier gerade Zeuge werden einer Enthüllung über den deutschen Geheimdienst, der über Jahre eine unglaubliche Art und Weise eine Terrorgruppe aufgebaut hat, also zumindest finanziert hat. Ich bin linker Aktivist im Bereich Antirepression. Ich mache sowas seit Jahren und ich kann sagen, dass ich das gleiche Misstrauen gegenüber dem Polizeiapparat habe. Also da hat sich auch quasi was verselbstständigt, was meiner Meinung nach nicht mehr kontrollierbar ist, zumindest gegenüber linken Protest. Und so sehr wie der Verfassungsschutz die rechte Truppe gefördert hat, hat er eben auch versucht, linken Aktivismus und Antifaschismus zu kriminalisieren. Mit diesem Apparat möchte ich diese Technologie nicht in die Hand geben, ob kontrolliert oder nicht. Und ich glaube, es ist nicht kontrollierbar. Und also diese Sachen sind ja auch, wir wissen zum Beispiel, es gibt ein linkes Serverkollektiv in Spanien, die sind 2001, vor einem großen Gipfelprotest, sind die schon per automatisierter Abfrage damals noch von Newsgroups ausgeforscht worden. Es ist dann irgendwann rausgekommen, dass die ganzen Abfragen eben aus dem Innenministerium kamen. Wer dann dahinter steckte, ließ sich nicht rekonstruieren, soweit ich weiß zumindest. Diese ganzen Anwendungen werden ja längst genutzt. Wir kriegen es nur immer weniger mit oder vielleicht scheibchenweise. Das Gleiche ist, ein gutes Beispiel ist die Euro 2012. Also dort wurde eine Plattform eingesetzt in den Stadien, also in vier Stadien, die Eintrittskarten einem Gesicht zugeordnet hat. Also dieses Gesicht wurde dann, die haben damit geworben, so beschrieb es auch der Spiegel. Das Gesicht war dann aus der gesamten Menge der 58.000 Zuschauer jederzeit sozusagen auffindbar, selbst am Würstchenstand. Ich würde mal kurz zitieren, was der Journalist aus dem Spiegel dazu geschrieben hat.
dass also die angeschlossenen Kameras, die Auflösung der Kamera war so hoch, dass sie auf 220 Meter Entfernung Nasenhaare in einem Gesicht erkennbar machen können. Also wenn so eine Art von Software quasi auf noch immer mehr Sensoren eben zugreift, dann ist das meiner Meinung nach eine permanente Rasterfahndung im Alltag, wozu Indec einen Beitrag liefert. Ihr hattet eben schon mal angesprochen ADAPTS, also das im Prinzip gleiche Projekt wie Indec, was also auch so eine automatisierte Mustervergleich auffälliges Verhalten findet und eben Prognosen entwickelt. Indec ist übrigens explizit, wenn man sich die Projektbeschreibung da durchliest, die ist lang, aber spannend, wenn man sich durchliest, explizit wird da auch das Urinieren im öffentlichen Raum als zu verfolgende, zu detektierende Straftat, oder Straftat steht da nicht, aber zumindest unerwünschtes Verhalten definiert. Wer macht denn das? Das sind die Polizeien, die in den Projekten sitzen. Die sind einmal, geben die Definition, also die sind wichtig am Anfang des Projekts, um verdächtiges Verhalten zu definieren. Was wollen wir denn überhaupt haben? Was sollen denn die Forscher überhaupt entwickeln? Und sie sind die späteren Endnutzer, also die die Technik dann einsetzen. Im Übrigen, bei ADAPTS ist es nicht nur die Polizei, sondern auch die Betreiber großer Einkaufszentren. Ja, vielen Dank, Matthias. Vielleicht können wir an der Stelle, wir haben jetzt kurz nach halb, die Diskussion öffnen für das Publikum. Also wir haben noch eine halbe Stunde etwa Zeit. Also wenn Fragen oder Beiträge sind, bitte meldet euch.